Vor dem Punktspiel gegen Werder Bremen 2 hat der FC Rot-Weiß Erfurt heute zur ersten Pressekonferenz in diesem Jahr eingeladen. Auch wenn sie am Samstag gegen den Tabellenletzten der dritten Liga antreten, so nehmen die Rot-Weißen das nicht auf die leichte Schulter, denn sie werden auf eine Mannschaft treffen, die natürlich jetzt in dem ersten Halbjahr viel dazugelernt hat, die meistens auch erst im zweiten Halbjahr ins Rollen kommt, wo die Spieler, die jungen Spieler, ja, Erfahrungen gesammelt haben. Klar ist auch, dass sie über Spieler verfügen, die natürlich gut ausgebildet sind, technisch sehr beschlagen sind, eine gute Geschwindigkeit haben und ja, es auch sehr gefällig im Spiel nach vorne aussieht. Auf die fehlende Effektivität vorm Tor, die die zweite Mannschaft von Werder Bremen in dieser Saison aufweist, zu Emmerling, hofft er ein wenig, auch in dieser Partie. Klar ist natürlich auch, nach der Pause versucht man gut in die Saison zu starten, das ist unser Ziel. Trotz der Ausfälle, die wir zu verzeichnen haben mit Drexler, mit Kajas, die beide noch gesperrt sind, und Gaetano Manno, der definitiv auch für dieses Spiel noch ausfallen wird. Müssen wir natürlich schauen, wie wir diese Ausfälle auffangen werden. Müssen da natürlich dann auch uns was einfallen lassen hinsichtlich dieses Spiels. Aber wir sind sehr motiviert, gut aus der Pause zu kommen und im ersten Spiel natürlich direkt zu punkten. Sehr nah am Gegenspieler zu sein, den Tabellenletzten von Anfang an unter Druck zu setzen, sie nicht zum Zug kommen zu lassen. So will Emmerling Bremen die Punkte abjagen. Nur eine Sache ist derzeit noch nicht geklärt. Wer wird im Tor stehen? Wir werden es den beiden morgen mitteilen und deswegen behalten wir uns das auch noch vor. Morgen am Training nach Flößring? Ja, oder im Hotel. Aber da ist es nicht unser Problem, wir haben beide. Oder wir haben zwei sehr gute Torhüter, ja, haben sie auch beide bewiesen in der Hinserie, beziehungsweise in den zwei Rückrundenspielen, und von daher ist das kleinste Problem. Dass Emmerling die Torwartfrage erst Stunden vor dem Spiel entscheiden will, hat für ihn einen ganz einfachen Grund. Weil es bei allen im Kader darum geht, die Spannung hochzuhalten, und jeder weiß im Kader, dass er seinen Platz nicht sicher hat. Jeder muss Leistung zeigen. Und wenn ich das zu den Feldspielern sage, dann gilt das gleich natürlich auch für die Torhüter. Dann dürfen die Fans des RWE gespannt sein, welcher Torwart zum Einsatz kommt und wie sich die Rot-Weißen bei der zweiten Bremer Mannschaft schlagen. Anstoß ist Samstag 14 Uhr im Weserstadion, Platz 11.